Der Mann des Tages. Erst in der Gruppe und dann bei Peter Sagan am Rad geblieben bis ins Velodrom. Woher hast du die Kraft genommen? Ja, ich würde mal sagen, ist ein bisschen meine Spezialität. Ich kann zum Tier werden in einer Spitzengruppe und ich habe das schon gezeigt am Freitag vor einer guten Woche in einem Coupe de France. Habe es heute wieder gezeigt und ja, klar, ist das eine Frage der Energie, aber auch der Motivation, weil am Ende ist es für jeden hart und da entscheidet noch das Mentale, ob du dabei bleibst oder nicht. Das heißt, es war der Kopf, also im Carrefour de Labre sahst du schon ziemlich fertig aus und war es dann wirklich der Kopf, der dich dann noch am Hinterrad gehalten hat und nicht nur am Hinterrad, du bist auch noch voll mit durch die Führung gegangen. Ja gut, Peter und ich, wir haben uns gut respektiert. Wir haben schon zusammengearbeitet, weil er brauchte mich und ich brauchte ihn. Von daher war es eine gute Kooperation, aber ja, ich war schon zwei, dreimal richtig am Limit an seinem Hinterrad über die Pavés. Was bedeutet dir das, bei Paris-Roubaix auf dem Podium zu stehen? Ich weiß gar nicht genau, was das für Konsequenzen hat. Oder, es ist einfach grandios bei einem großen, so großen Monument. Auf dem Podest zu stehen mit Peter Sagan, Niki Terpstra, der letzte Woche gewonnen hat, ist schon unglaublich.